passiert, die eben nicht reflektieren, die nicht in irgendeiner Art und Weise darüber nachdenken, was sie für Sprüche ablassen. Wenn ich dann den Spruch höre, was hast du so eigentlich mit deiner jüdischen Hast? Was da für eine Diskriminierung dahinter steckt. Oder eben, wie gesagt, ein Regierender, der sagt, es ist gut so und trotzdem permanent, sogar durch die großen Parteien, die ja nicht umsonst immer wieder versuchen, eine bestimmte Klientel zu bedienen, halt immer noch darum geht, wieso die Gleichstellung von schwulen und lesbischen Ehen. Warum? Das ist eindeutig immer noch das Unbewusste oder auch das Bewusste ausgrenzen und dadurch auch immer wieder eine Einschränkung der Vielfalt unserer Kultur oder Kulturen, in denen wir leben. Und dementsprechend, was ich jetzt eben euch auch schon erzählt habe, es geht darum, dass es nicht irgendwie einen Zeitpunkt gibt, wo man sagt, das ist jetzt 80 Jahre her, sondern es ist bis heute so. Es ist bis heute so, dass Menschen noch darunter leiden, bis heute sich dadurch noch genügend ausgegrenzt fühlen und auch ausgegrenzt werden, es bis heute nicht geschafft haben zu sagen, ja, ich bin verfolgt worden und habe den rosa Winkel getragen und habe überlebt. Und es ist für mich heute noch der Konflikt, dazu offen zu stehen, zu sagen, jawohl, ich bin Überlebender. Oder auch die Kinder, die eben jetzt hier sind, die sogenannten Kinder der Kindertransporte, die bis heute genauso darunter leiden und auch eben, ja, auch immer noch und auch viele immer noch damit zu tun haben, mit ihrem, wie man heute neudeutsch sagt, ihrem Outing. Und die zerstörte Vielfalt halt, ja, immer wieder darin besteht, wo halt auch jeder von uns aufstehen muss und sagen muss, hier findet genau diese Einschränkung, diese Zerstörung wieder statt. Und das findet so statt, sei es in deinem Arbeitsleben, wo immer irgendwie auch wieder Formen des Mobbings, der Ausgrenzung stattfinden, ja, oder wo auch immer.